Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Lego Jurassic World, wo wir jetzt den Kran bedienen. Ja, so. Ach so, das macht er automatisch. Ah, okay, 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 ich verstehe. Aha, okay. Dann wollen wir den jetzt nur noch dahin drehen anscheinend. Okay. Dann schauen wir mal, was da jetzt gleich so passiert. Das macht ja alles automatisch. Ist ja praktisch. Bon Appetit. Bon Appetit. Danke. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Geil, geil. Das sind ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, 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 keine Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park. Danke. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Oh, wow. Keine Angst. Kommen Sie ruhig. Es ist okay. Sie ist krank. Lecker. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Mmh, lecker. Ein Checkpoint. Und das ist ein Triceratops. Was können wir hier machen? Ach, guck mal, speichern und fortfahren. Weißt du was, das machen wir auch mal. So, gespeichert. 1 Triceratops. Schön. Triceratopsisse sind echt schöne Dinos. Also ich mag sie wirklich sehr. Und so wie das aussieht, wenn das wirklich so... Nein, glaube ich nicht. Oder? Oh, das wäre krass. Oh, das wäre richtig krass dann. Ich mache jetzt erstmal wieder alles kaputt, um hier so ein paar Stats zu sammeln. Und mal zu gucken, ob wir irgendwas kriegen. Das wäre natürlich richtig cool. Bis auf ein paar Stats natürlich. Die kriegen wir hier an jeder Ecke. Was? Hier ein paar Infos für dich. Verwende eine wie die besetzt, um Pflanzen zu gießen. Ah, okay. Also das können wir... Ja, ja, komm, ist gut hier. Stell dich nicht so an. Ach, komm. So schlimm riecht das gar nicht. Glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Das ist recht teilweise schon, was die Katzen so an... Egal. Reden wir nicht weiter drüber. So. Hier, ich gebe dir einen Tipp. Danke. Manche Charaktere, wie zum Beispiel können Dinohaufen untersuchen, um herauszufinden, warum manche Dinosaurier krank sind. Ja, das machen wir jetzt mal. Dann durchwühl ihn mal und spring dich rein. Mal sehen. Mist. Ja. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, lauf. Was? Du? Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Ach, der kann auch Spuren lesen. Ah, okay, okay. Und, was hast du da?
Blümchen. Jetzt brauchen wir sie, weil sie hat die Gießkanne. Hängt da ja schon an der Seite. Hier. Gluck, 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 gluck. Und was kommt dabei raus? Eine. Nice. Wie süß die so. Jetzt kommen wir hier auch nochmal ein bisschen. Ein paar Stats sammeln. Stats sind immer gut. Die brauchen wir hier schon wieder so einen Scheißhaufen. Na gut, dann guck mal bitte. Keine Spur von Fliederbeeren. Ja, nee, ist klar. Hat die da jetzt ernsthaft einen Presslufthammer rausgehauen? Ein Eis? Hast du. Ne. Achso, okay. Weißt du was? Ich nenne den Triceratops Cera. Hier, Cera, hast du ein Eis. Lecker. Na schön, sie leidet an Melia-Toxizität. Na, wie war das, Cera? Oh, sollten Sie jemals meine Tochter treffen, sagen Sie ihr nicht, dass ich einen 6 Tonnen schweren Dino nach ihr benannt habe. Ich nenne hier sie Cera. Für alle, die wissen, wer Cera ist, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin ja mal echt gespannt. Hier, hüpft auch nochmal rein. Jetzt ist das ekelig. Was schmeißt sie denn da alle raus, Alter? Danke. Aber sieht gut aus. Hier hast du noch Möhrchen-Cera. Ist gut für die Augen. Die Pupillen sind geweitet. Ja, deswegen das Möhrchen. Gut für die Augen. Jetzt müssen wir hier einmal gießen. Dann gieß mal, Ellie. Blub, blub, blub. Also hier brauchen wir ihn. Der kann dann da oben hochschießen. Pong. Was kannst du? Du kannst an Lego-Seilen klettern, um höher gelegene Orte zu erreichen. Verwende M, also L, um hin und her zu schwingen. Drücke A, um abzuspringen. Okay. Oh. Juhu. Boah, das war knapp. Das war jetzt aber wirklich knapp. Er muss wieder dran glauben, hier. Danke. Wird schön. Dann suchen wir mal die nächste Spur. Ah, komm, such, such, such. Such, such, such. Da hast du was. Oh, und wieder was zum Gießen. Okay. Dann gieß mal. Was haben wir denn diesmal dabei? Was bist du denn? Müssen wir ihn runterschießen? Ne, können wir nicht. Hä? Hä? Wie kriegen wir den denn? Achso. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Ja, das war wieder mal vollkommen. Und hier hast du noch ein Äpfelchen, Cera. Bitteschön. Mein Schatzi. Mikrowesike ist ja interessant. Ihr Cat. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sadler. Nein. Nein. Damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm. Nein, wie geil. Wir können mit Cera spielen. Wie geil ist das denn? Oh. Oh, cool. So geht's auch. So kommt man hier rein. Guck mal, und da ist so ein Knochenteilchen drin. Ja, komm her. Cera. Cera, komm. Ah, okay. Mit X ist also.
2. Haben wir dann noch einen? Von 3. Perfekt. Jetzt müssen wir da hinten hin. Das Ganze hier gerade noch. Brüllen. Stampfen. Okay, alles klar. Das Auto. Ups. Entschuldigung. Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto finden. Bis zum Besucherzentrum ist es nicht mehr weit. Mhm. Lass mich immer eben gucken. Jawoll. Wahrer Überlebender. Haben wir's. Sehr schön. Ich glaube ja nicht, dass dieser Bienen sich auf dem Baumstamm halten kann. Wir sollten ihm einen anderen Weg bereiten. Hm, machen wir jetzt auch. Wo ist ein Baumstamm? Ist mal ernsthaft. Jetzt ganz ernsthaft. Das müsste doch eigentlich... Eigentlich müsste... Na komm, dann geh mal rüber. Hüpf. Sehr schön. Geschafft. Oh, stimmt. Hier gibt es ja keine Brücke. Ach. Dann fällt ja früh auf, dass es hier keine Brücke gibt. Mist. Der Baum ist auf die Schalttafel für das Tor gestürzt. Aber hier können wir doch was gießen. Guck mal. Gieß, 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 gieß. Kommt Cera jetzt. Cera kommt. Fein Cera. Ich möchte meine Cera haben. Die macht nämlich alles so schön kaputt hier. Kann man das Ding auch so kaputt machen? Nein, den kann man nur rammen, okay. Also hier gibt es anscheinend nur... Oh, Verzeihung. Tut mir leid. War keine Absicht. Na. Ja, genau. Ellie, komm. Dann. Okay. So gut wie neu. Also die Codes solltet ihr echt euch mal ein bisschen. Na egal. Hier sollte sich eigentlich Personal befinden, um die Leiter von diesem Steg herunterzulassen. Aber ich kann es ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Na, ich schon. Wir brauchen Ihmchen. Wir müssen die Leiter hier runterschießen. Dankeschön. Ich schätze, das Auto haben Sie auch mitgenommen. Dann suchen wir wohl besser eine Abkürzung, Dr. Settler. Was ist denn mit der Kurbel der Torwinde passiert? Die hat sicher irgendein Dino gefressen. Da ist sie doch. Wir machen jetzt erstmal wieder alles kurz und klein. Umso mehr Stats wir haben, umso besser ist es. Kann nicht schaden. Die ganzen Stats hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na gut, haben wir nicht alle gekriegt. Shit, blöd, egal. Wie gesagt, umso mehr Stats wir haben, umso besser ist es für uns. Ich vermute nämlich, dass wir die wirklich brauchen später. Wozu sollten wir sie sonst einsammeln, wenn wir sie nicht brauchen sollten? So, komm her. Ja, nein. Danke. Fast. Schieb, schieb. Kaputt.
Ja, weiter. Sehr gut. Hast du sehr gut gemacht. Doch, bitte. Wir holen uns hier erstmal ein bisschen was kaputt, bevor wir weitergehen. Ah, wusste doch, dass da irgendwo noch was ist. So, guck, dann haben wir doch jetzt erstmal. Ja, der eine ist egal. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Viel Spaß. Ein Koffer. Ernsthaft. Ja, nee. Warum nicht? Drehen. Fertig. Sehr schön. Komm, Zera. Komm, Zera. Hallo, mein Schatz. Hallo, Zera. Da müssen wir hin. Die Steuerung von Zera ist ein bisschen complicated. Herr Sepple, hier lang. Durch dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Okay, dann lass uns gehen. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am E-Stock. Cool, ey. Richtig cool. Freigeschaltet. Triceratops freigeschaltet. Sonst noch irgendwas freigeschaltet? Na, ich glaube nicht. Okay. Wahrer Überlebender 3. Level abgeschlossen. 4. Geschichte fortsetzen. Ich würde sagen, dann beenden wir hier die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Lego Jurassic World. Und wie immer, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.